Oh ja, Esstisch hat Flecken, ja, durch Rotwein und so weiter. Ich nenne es eigentlich Charakterflecken, Erinnerungsflecken. Aber wenn ihr das nicht möchtet, könnt ihr nach einer gewissen Zeit euren Holztisch neu aufarbeiten. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch in diesem Video. Also, bleibt dran, nach einem kurzen Intro geht es bereits los. Bis gleich. Hallo und willkommen zu einem neuen Video auf Tipps, Tricks, Kurioses und Wissenswertes. Kurz gesagt, TTKW. Mein Name ist Zu Schwinzens und heute möchte ich euch zeigen, wie ihr einen Holztisch am besten bearbeitet, reinigt, wenn dieser bereits Altersflecken hat, ja, Rotweinflecken, Erinnerungsflecken, kann man sie vielleicht auch nennen, an schöne Momente und so weiter. Aber wenn ihr diesen wieder richtig aufpolieren möchtet, dann schaut euch genau dieses Video an. Was ihr dazu benötigt, ist ein Schleifklotz, ein Schleifpapier, ja, ein ganz feines Schleifpapier, ich sag mal ab 180er Körnung aufwärts. Ich verlinke euch das Ganze unten mal. Und ein Hartwachsöl. Ich habe hier Biopin, Möbel, Arbeitsflächen, Hartöl. Sowas verlinke ich euch alles unten in der Videobeschreibung mal. Als erstes müsst ihr den Tisch ganz leicht anschleifen, also mit einem Schleifpapier, mit einem feinen Schleifpapier. Und zwar immer in der Richtung, in der die Maserung verläuft. Durch das Anschleifen sorgt ihr dafür, dass ihr ja den alten Schutz, den alten Wachs herunternehmt und das Holz freilegt und das neue Öl besser in das Holz eindringen kann. Wenn euch das mit der Hand zu anstrengend ist, könnt ihr natürlich auch eine Schleifmaschine dafür verwenden. So, als nächstes nehmt ihr ein sauberes Baumwolltuch und putzt die ganzen feinen Staubpartikel runter, die ihr durch das Schleifen verursacht habt. Nehmt nun euer Hartwachsöl, schüttet es erstmal kräftig durch. Als nächstes müsst ihr natürlich das Hartwachsöl erst einmal aufrühren, bevor ihr es verwendet. Wir haben es ja vorher geschüttelt, aber es muss trotzdem noch aufgerührt werden. Und ich kann euch auch den Tipp noch zur Lagerung geben. Macht den Deckel wieder richtig darauf, hämmert ihn fest mit einem Hammer, damit es richtig verschlossen ist, und stellt dann die Dose auf den Kopf und lagert diese in der Kopfstellung. So, und wenn ihr es gründlich aufgerührt habt, könnt ihr anfangen, euren Tisch einzustreichen. Ihr müsst allerdings nach ca. 10 bis 15 Minuten mit einem Baumwolltuch das restliche Hartwachsöl herunternehmen, sonst verklebt euch die Oberfläche. Achtet darauf, dass ihr immer mit der Maserung die Ölung macht. Macht diese auch nicht zu dick, lieber zweimal, denn alles, was ihr zu viel auf dem Tisch habt, müsst ihr nachher dann wieder herunterrubbeln. Und ich sage euch gleich, das Rubbeln ist keine schöne Aufgabe, denn diese fordert sehr viel Kraft. So, nachdem ihr das Ganze nun eingeölt habt, seht ihr, wie es erstmal glänzt. Allerdings muss das jetzt 10 bis 20 Minuten einziehen und dann könnt ihr es mit einem trockenen Tuch abreiben und bei Bedarf am nächsten Tag wiederholen. Macht das an einem schönen sonnigen oder warmen Tag, damit ihr gut durchlüften könnt, damit das schön austrocknen kann. Es riecht leicht, aber es riecht nicht unangenehm, es riecht nach Wachs.
Ja, das Hartwachsöl hat den Vorteil, dass es wasserabweisend ist und somit halt nicht so leicht Flecken auf dem Tisch oder auf dem Holz entstehen können. So, und wie ihr sehen könnt, ist ein Großteil des Öles eingezogen. Das, was jetzt noch übrig ist, müsst ihr, wie bereits erwähnt, mit einem sauberen Baumwolltuch, ihr könnt ein altes Geschirrtuch nehmen und reibt das einfach ab. Das geht ein bisschen schwer, aber ihr merkt schon, wenn es dann nicht mehr stumpf ist und es rutschig wird, dann habt ihr genau das erreicht, was ihr wollt. Und so könnt ihr es dann lassen. Also ihr seht diese Stelle hier jetzt, ich hoffe, ihr könnt das sehen, das ist jetzt abgerieben und so könnt ihr das lassen. Lasst den Rest dann noch über Nacht einziehen und wiederholt den Vorgang bei Bedarf am nächsten Tag noch einmal. So, und jetzt zeige ich euch nochmal, was ihr mit dem Hartwachsöl macht. Macht den Deckel einfach darauf und nehmt nun ein kleines Hämmerchen. Und macht diesen Deckel entsprechend wieder fest und lagert das Hartwachsöl am besten in dieser Lage, also auf dem Kopf stehend. Ja, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Tipp, mit diesem Rat weiterhelfen. Verwendet die Bewertungsfunktion mit einem Like, abonniert meinen kostenlosen Kanal, drückt dazu die Abo-Glocke, damit wir uns auch in meinem nächsten Tipp bereits wiedersehen. Ich danke dir fürs Zuschauen. Ciao und bis bald, dein Zusch Vinzenz. Und nun leg dich wieder hin oder fange an, deinen Tisch einzuölen. Alternativ kannst du dir auch gerne weitere Videos von mir anschauen, die ich dir links und rechts hier eingefügt habe. Bis bald!